Hallo zusammen. So, ich habe mir jetzt gedacht, dass ich mit euch mal eine Maske vor der Kamera ausprobiere. Und zwar eine Maske von der Firma Dalton. Die kennt ihr ja von mir. Die Firma habe ich ja schon öfter vorgestellt und ihr habt auch schon eure Rabattcodes erhalten. Also ich bin ja jetzt mit dieser Firma zugange seit November letzten Jahres und benutze diese Produkte ausschließlich und bin natürlich sehr angetan und möchte euch mein Angetansein gerne weitergeben. Ich habe jetzt hier etwas Neues, das heißt, so neu ist es nicht, es wurde schon mal vorgestellt von anderen YouTubern, unter anderem der Astrid von Beauty Over Age. Und ich hatte eine andere Tuchmaske mal ausprobiert, diese Biozellulose-Feuchtigkeitsmaske. Und das ist eine Two-in-One-Effekt-Maske mit Bubbles, also eine Oxygen-Bubble-Maske. Die wirkt entschlackend, revitalisierend und porenverfeinert. Ich habe sie noch nicht probiert. Es ist also ein First Impression für mich und auch für euch logischerweise. Diese Maske kostet 9,90 €. Also Detox hört sich ja klasse an, ne? Also es ist so eine 2-in-1-Maske. Das heißt, oh Gott, ich werde jetzt mal meine Brille aufsetzen, ihr Süßen. Ich darf das auch mal. Also hier steht also feiner Sauerstoffschaum, deshalb diese Bubbles, in Kombination mit sanften Fruchtsäuren, das ist es nämlich, Detox, sorgt für eine tiefgreifende Detox-Wirkung. Der Stoffwechsel und die Mikrozirkulation der Haut werden aktiviert, sodass die Meeresmineralien und die Braunalgen ihre volle Wirkung entfalten können. Dadurch wird also die müde Haut revitalisiert, und erhält einen strahlenden Torklar, wenn die Hautschüppchen, die abgestorbenen, entfernt worden sind, auf sanfte Art und Weise. Was ich nicht empfiehlt, also gleich vorneweg, wenn ihr irgendwelche Produkte mit Fruchtsäuren auftragt, nicht in die Sonne gehen. Also bitte vermeidet dann an diesem Tag und vielleicht auch am nächsten Tag direkte Sonneneinstrahlung. Das ist nicht so günstig. Also im geschlossenen Zustand soll jetzt ein bisschen schön durchgeknetet werden. Vorher bitte das Gesicht reinigen und trocken tupfen. Also das Gesicht muss trocken sein. So, jetzt nehme ich diese Maske heraus, die sich sehr feucht anfühlt. Das sind zwei Teile. Also die Gaze muss runter. Die Gaze ist auf der Seite. Das ist schon mal so ein kleines Gefriemel, so ein bisschen. Gefriemel, die nehme ich jetzt mal ab hier. Und jetzt beginne ich diese Maske. Die riecht sehr angenehm. Beginnt am besten hier oben Stirn. Und zieht. So. Einwirkzeit dieser Maske 5 bis 10 Minuten. Beim Auflegen der Maske spürt ihr sofort so ein Prickeln auf der Haut. Und es bildet sich so ein richtig dichter Schaum. So etwas habe ich noch nie erlebt. Und ich kann auch gar nicht so richtig reden, weil sonst fällt mir nämlich der Schaum in den Mund. Durch das Aufschäumen können natürlich die Wirkstoffe besser aktiviert werden, in die Haut eindringen und abgestorbene Hautschüppchen können besser gelöst werden. So, ihr Lieben. Das ist jetzt wirklich ein ganz dichter Schaum, der sich auf der Haut gebildet hat. Also unterstützt wird dieser sanfte Peeling-Effekt durch Fruchtsäuren. Angereichert mit Meeresmineralien und Braunalge entschlackt diese schäumende 2-in-1-Maske oder Bubble-Maske die Poren und transportiert die gelösten Giftstoffe an die Hautoberfläche. Das ist echt lustig, das habe ich noch nie gemacht für ein Video. So, und die Wirkstoffkombination von Aloe, Vera und Neroli sorgt jetzt noch für genügend Feuchtigkeit. Also das ist wirklich eine Premiere, mit Schaum auf dem Gesicht sich auf YouTube zu zeigen. Gut, aber den Effekt möchte ich selber gerne sehen. Ich werde also nach 10 Minuten abnehmen, die ganze Sache, und weiterreden. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. So, hallo, hallo erstmal. Ich bin's nochmal. Ich nehme jetzt die Maske ab. Und jetzt habe ich noch leichten Schaum auf der Haut. Und den
massiere ich sanft ein. Bitte immer ganz sanft sein zu euch. Und dann wird die ganze Geschichte abgenommen mit lauwarmem Wasser. Und deshalb muss ich jetzt zum Waschbecken. So, ihr Lieben, die Maske ist jetzt abgewaschen. Zurückgeblieben ist ein ganz toll gereinigtes Gesicht. Eine tolle gereinigte, porentief gereinigte Haut. Ich sehe es zumindest hier im Vergrößerungsspiegel. Es bitzelt immer noch so ein bisschen, aber angenehm. Ich habe irgendwie so ein ganz sauberes Gefühl. Es ist für mich eine völlig neue Erfahrung, so eine Maske, so eine Schaummaske anzuwenden mit Detox-Wirkung. Und ich muss sagen, es ist ja ein First Impression, es ist nicht zu viel versprochen worden. Ich bin sehr zufrieden damit. Jetzt kann man ganz normal mit also seinem Pflegeritual oder seinem Schönheitsritual fortfahren. Ich werde eine Ampulle aufgeben oder ein Feuchtigkeitsfluid und eine leichte Tagescreme. Entweder so bleiben, wahrscheinlich bleibe ich heute so. Es ist auch mal ganz gut, wenn ihr mal einen Tag einlegt, so zwischendurch, ohne Make-up. Ja, also ein strahlender, sauberer Ton. Und bitte achtet darauf, nicht in die Sonne, wenn ihr die Maske benutzt. Also nicht am gleichen Tag in die Sonne gehen, dass ihr euch dann voll in die Sonne haut. Ne? Auch wenn es sanfte Fruchtsäuren sind, muss man immer ein bisschen aufpassen mit den Fruchtsäuren. Also, mein Fazit zu dieser Oxygen Bubble Mask ist absolut top, sehr positiv. Sie kostet gut 9,90 Euro, aber das macht ihr ja nicht jeden Tag, ne, oder jede Woche. Wenn man sowas einmal im Monat einbaut, gerade für Ladies, die nicht zur Kosmetikerin gehen und keine Tiefenreinigung vornehmen lassen von einer Kosmetikerin, ist das eine tolle Alternative und bedeutend preiswerter. Was nützt die tollste Pflege oder die tollsten Pflegeprodukte, wenn jetzt die Haut nicht sauber ist? Weil die Haut, unsere Haut, wie sie gereinigt ist, sie bildet die Grundlage für all diese Pflegeprodukte, die danach draufkommen. Und sie muss nun mal entfernt werden von abgestorbenen Hautschüppchen. Das ist nun mal so, die Haut erneuert sich ja alle 30 Tage. Ja, und dann wirkt oft der Teint so müde und fahl. Und damit erreicht ihr eben genau das, was wir wollen, einen frischen Teint mit so ein bisschen Glow-Effekt. Und sie ist nicht austrocknend. Also dafür verantwortlich sind eben dieses Aloe Vera und Neroli. So, ihr Lieben, das war jetzt mal ein Video, ein bisschen anders. Kirsti mit Schaum im Gesicht. Gut, ich wusste ja auch nicht, wie das jetzt ausgeht. Das sind dann immer die lustigen Überraschungen, die man dann so hat, wenn man YouTube-Filme macht. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer das Beste. Ich werde diese Maske gerne verlinken in der Infobox. Seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. Bis bald. Tschüss.